Das war's, Bischek. Dann darfst du das wieder nehmen, dann komme ich wieder raus. Junge, ich habe immer gedacht, ich habe einen dicken Bauch. Aber schau mal. Komm mal her, Bebo. Ich war ja da gerade drin. Jetzt schau dich das mal an. Das sind maximal 20 cm. Und alle haben gesagt, ich bin dick und habe einen dicken Bauch. Aber wenn ich da durchpasse, da haue ich schon mal nicht hin. Außerdem fangen wir heute mal anders an. Wir machen nämlich den 27S. Auspuff, Downpipe, alles picobello dran. Der Pipo kam 4 Stunden zu spät. Ja? Da musste der Paul für den Pipo einspringen, ein bisschen Material machen, wie im Abbauen und so. Ne? Aber der Pipo schneidet das schon gut rein, oder? Ja, klar. Also, Paul, komm mal bitte her. Komm mal her. Ich sag euch mal was. Der Paul musste ja für den Pipo einspringen. Ja? Und der Paul ist ja normalerweise, sitzt er nur steht oder sitzt auf dem Stuhl, ne? Und macht ja nichts. Ja? Jetzt hat er einmal einen Pipo hier gedreht, ist in die Hocke gegangen. Schaut euch das mal an. Direkt Hose kaputt gegangen. Da hab ich gesagt, was ist das für ein scheiß Material? Dann sagt er zu mir, das ist hier die Firma von, sag mal jetzt nicht, aber das kann auch nicht sein, oder? Hose einfach gerissen. Schnell am Arsch lecken. Das gehört? So kann ich schnell am Arsch lecken. That I ball like Jerry West, coming back for what is mine, can't take no less. I said go and take your shot, so I need your best, and stop the threats. So nobody's enemy, I don't got time, I'm not giving the energy. Too many people around me, I'm finicky. I do not mess with you, dog, you're not kidding me. You don't got way, way too close. I been up at the top now, so they all wait for the landslide. I seen too many people that switched up, who's man side. Zbyszek hat ja alles rausgemacht, die mega Downpipes. Schaut euch die Dinger mal an, ja, also der hat ja hier einen Cut drin und dahinter nochmal einen, das heißt zwei Monolithe, ja, die entfallen jetzt komplett und wir machen die geilen Dinger hier rein, ja, FI Exhaust Downpipes, natürlich zum Durchgucken, da ist nichts drin, ein Einzeller Cut, ja, geil verpackt mit Hitzeisolierung, das brauchst du, ne, weil sonst kann es sein, dass da was wegschmort, so ist es perfekt, so kommt es wieder rein. Und dann rennt das Ding. Same way and I can't lose and I'm still right, I swear that I'm working, I'm up till like midnight. It's real life, I got a time and I'm coming to get mine. In time, I cannot lose and I'm coming right inside. I'm in my, yeah. Warum wir jetzt noch hier sind, ist das Bischek. Der war so nervös bei den 27, dass er mit dem Schraubenzieher die Abgasdichte von der rechten Seite auszusehen kaputt gemacht hat. So. Dann mussten wir nämlich los nach Böblingen, um Dichtung zu holen. Dann haben wir gleich die Reifen geholt. Aber das Bischek ist gut drauf. Der. Ich glaube, der macht es. Machst du das noch, das Bischek? Mhm. Ich kann schon Feierabend machen. Wir können das morgen in Ruhe fertig machen. Wann? Kein Problem. Wie wann? Ja. Voll aggressiv, gell? Kann ich so voll aggressiv? Habt ihr das gehört? Ich sag, der kann heimgefühlt sein. Habt ihr gesehen, wie aggressiv der mich angeguckt hat? Ich bin froh, dass er mich versteht. 3.28 Uhr nachts. So, Paul, jetzt bist du mit mir im Auto. Du hast gecheckt, die Community hat ein paar Fragen zum 27er. Schieß mal los, Alter. Genau, also fangen wir mal an. Der Truly the Boy fragt, was ist das Komplizierte an dem Umbau? Das Komplizierte? Ja. Die 1000 Schrauben aufzumachen. Die 1000 Schrauben aufzumachen, um an den Auspuff ranzukommen. Sehr viel Verkleidungen, sehr viel Kleinzeug. Also Umbau, ein ganzer Tag definitiv. Erik, PTS 02. Gibt es überhaupt was Schnelleres als einen gemachten 27S? Ja, ein gemachter Porsche Turbo. Jules fragt, was macht dieses Auto speziell, was andere Autos nicht haben? Verdammt viel Leistung. Auf einem sehr niedrigen Gewicht. Christian X. Ist die Abgasanlage mit TÜV? FI. Die Abgasanlage? Ja. Nein, auf FI, Ametrix, IPI gibt es in Deutschland kein TÜV. 6 Stunden später. So, Pipo, bist du bereit? Dann fahren wir los. Ja, mal. McLaren 27S, Software original, alle Serie, nur Abgasanlage verbaut von FI Exhaust. Dann machen wir jetzt mal die Eingangsmessung, weil das war ja nass, wir konnten ja nicht ganz Serie messen. Das heißt, wir messen jetzt mit der Abgasanlage und dann gucken wir mal. Es blinkt permanent ESP. Jetzt muss die Reifen ein bisschen warm machen, hä?
andere hörst du auch schön, hä? Ja. Machen wir dann im vierten Gang die Messung. Ich denke, die wird funktionieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Denke ich auch. Ja, ja. Die Bremsen sind echt anders als bei normalen Autos. Du musst hier echt stark in die Bremse tappen, damit das Ding bremst. Nur am Regeln, die Sau, hä? Bin ich nervös, Alter. Ich bin zu nervös, Bibo. Das Blöde ist, ich muss hier nachher neutral machen und dann musst du hier drauf drücken, weißt? So. Also, Bibo, 5,0 Sekunden. Mit dir drin. Serie. Wenn du rausgehst, bist du bei 4,8. Ja, ja, 4,7 schon. Ja, 4,7 ohne ja, dich. Sind ja. 3 Zehntel. Ja. Also, liebe Leute, originales Auto. Jetzt mit dem Bibo 5,0, sonst wahrscheinlich 4,7. Das ist ein Wort, sage ich euch. Also mit dir an Bord 5-0, 100 auf 200. Ist ordentlich, geht schon, ne? Yo, I just wanna rap this other beam me up to the mothership. I ain't from it anyway. Practice freestyles on Renegade. Life gave me lemons, I turn that shit into Minute Maid. Y'all wave rider, my only interest to innovate. Music canes of but luckily I can penetrate. All I know is aim, target, lock, shoot, disintegrate. Once I get this bit in this bass and they hyperventilate. Yeah, I understand it's your wife, but I call a dinner plate. Super straight and super max, so tell me what that indicate. I was with the killers and the dealers off the interstate. Been kicking game on legal stains and how to beat a case. Say my name in the mirror 3 times, fine. Wait, I'll be there like Michael Jack with a psychopath. Rocket launcher, barbed wire back, plus a knife attached. How nice is that? Yo, plaques if you don't write your raps. Y'all all biters anyway. No wonder Tyson back. Eingangsmessung McLaren 27S. Nicht Serie, mit Abgasanlage von FE Exhaust. Habe ich mit dem Pipo gemessen. 743,1 PS und 760 Newtonmeter. So, das Ding marschiert echt gut, ja. Wir sind mit dem Pipo jetzt 5.0 gefahren. Wenn der Pipo draußen wäre, wäre es eine 4.7. Das haut auch dann mit der Leistung und Gewicht hin. Und falls es euch interessiert, zeige ich euch hier mal, wie das Auto in Serie so fährt, ne? Also man sieht hier auf jeden Fall, der maximale Ladedruck ist hier bei knapp 1,3 Bar bei 6.500 Umdrehungen. Und ganz oben rum, so bei 8000 Umdrehungen, 8,2, hat es immer nur noch 1,16 Bar. Das heißt, Druck ist nicht viel bei dem Auto, braucht man aber eigentlich nicht viel. Wir gucken mal, was wir jetzt einstellen. Ich werde so, glaube ich, so um die 1,6, 1,7 Bar machen. Zündung fährt das Ding mit 19 Grad da oben rum. Was die halt brutal machen, ist die Kühlung. Wie ihr seht, fährt das Ding echt, echt fett. Ja, wir fahren hier Lambda 070, da wird halt reingeschüttet, das kracht. Ne? Das ist viel zu fett, so fett brauchen wir nicht fahren. Ja, Pipo, dann mache ich jetzt die Software. Dann spielen wir die drauf. Das Bichek hat ja alles fertig gemacht. Und dann fahren wir mal noch mal eine Runde, oder? Machen wir. Sehr schön. Ist schon zu viel, oder? Ja, ich glaube schon. Ich habe 1,2 Sekunden gemacht. Was ist das für eine Maschine? Das war aus dem dritten Gang raus. Nein. Das ist schon abartig. Ja. Wahnsinn, ey. Puh, 4-2 ist ein Wort, Bibolino. Wahnsinn, oder? Ja. Guck mal, ob wir Messi können im vierten Gang, hä? Ja. Aber ich denke schon. Die ganze Zeit Traktionskontrolle, Pipo. Vierte, fünfte Gang, 4-2 will das. Die ganze Zeit. Zweite, dritte, vierte, ja. ESP. Wahnsinn.
Hammer. Wirklich. Gehen mal auswerten, ne? Ja. Und dann machen wir das Ballern weg, dann gehen wir nachher nochmal testen. Hammer. So, meine Freunde, ich war jetzt nochmal unterwegs. Pipo hat gesagt, ich muss unbedingt nochmal alleine fahren. Wie gesagt, wir haben 4 Grad draußen, ich habe keine Traktion. Zweite, dritte, vierte Gang, immer noch am Regeln. Aber hier, Pipo, schau, 100 auf 200, 3,9 Sekunden. Und ich garantiere euch, das Ding macht, wenn er Traktion hat, 100 auf 200, 3,5 Sekunden ohne Probleme. Ja? Also, pass auf, Auswertung. McLaren 27S, wie gesagt, Abgasanlage, Downpipes, Software, BMC Rennfilter. Ich habe hier gemessen, schaut euch es an, 911,1 PS und 1030 Newtonmeter. Ja? Zuvor 743 PS und 760 Newtonmeter. Das heißt, ein Haufen Holz mehr. Wenn ihr euch mal hier die Kurven anschaut, also wir haben am Rad 845 PS. Das haben wir ja vorhin mit meinem Motor gehabt. Ja? Das Ding geht richtig gut. Schade ist, es ist sehr kalt, draußen ist feucht. Ich habe es mit dem Pipo mehrmals probiert. Ich und der Pipo im Auto, wir kommen nicht unter die 4,1, weil ESP Gang 2, ESP Gang 3, ESP Gang 4. Also in jedem Gang regelt er mir ein bisschen rein. Und ich vermute, also mit der Leistung, mit den 911 PS, wenn es wirklich draußen warm ist, macht das Ding eine 3,6, 100, 200. Ja, easy. Auf jeden Fall. Ja. Das machen wir vielleicht nochmal irgendwann. Zu den Loks kann ich euch sagen, er fährt eigentlich exakt das, was ich will. Ja? Wir sehen hier, der fährt jetzt hier 18 Grad. Ja, 18 Grad Zündung, eine Last von 220%, Ansaugluft ist 29, maximal Lambda haben wir jetzt 0,79, 0,80, weil ich sage, 0,70 brauche ich nicht mehr, weil kein Cut mehr drin ist, das heißt, so viel Kühlung brauche ich nicht. Ladedruck haben wir 1,6 Bar bis Drehzahl Ende, somit fahren wir richtig Bums, Bibo. Mhm. Gefällt mir. Mir auch. Sehr schön. So, 6:30, wir machen Feierabend, aber bevor wir das Auto abgeben, zeige ich euch mit Bibo noch was. Wir machen den Hotstart, also Bibo, geh mal hinter. Whoa!